Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über Corepunk, das MMORPG, das im letzten Jahr, im Dezember 2023, einen Test abgehalten hat, bei dem ich dabei war. Habe ich auch ein Review-Video dazu gemacht. Falls ihr das nicht gesehen habt, findet ihr es bestimmt irgendwann in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Heute soll es aber um ein Update gehen, was dieses Spiel bekommen hat, und das nämlich am 17. Februar 2024. Wir haben erfahren, was jetzt eigentlich los war nach dem Test, was uns erwartet demnächst und wann wir mit einem nächsten Test rechnen können. Schauen wir uns das mal zusammen an. Ihr seht in diesem Post, ist relativ lang und umfangreich, werden wir aber zusammengefasst ein paar Sachen besprechen, um die es eigentlich geht. Das Wichtigste, denke ich mal, geht ganz vornweg, nämlich sie werden die zweite Alpha vom 23. bis 30. April veranstalten. Übrigens, das ist vom Browser übersetzt, falls ihr da Fehler erkennt. Das kommt durch die automatische Übersetzung. Also 23. bis 30. April, das ist von einem Dienstag bis zu einem Dienstag, also 7 Tage, wird dieser Test dauern. Und er wird einige weitere Features mitbringen, die wir beim ersten Test nicht hatten. Dazu auch gleich noch mehr in diesem Beitrag. Sie haben jetzt auch besprochen, worauf Sie jetzt mal Ihr Augenmerk gelegt haben durch das Feedback vom ersten Test, der im Großen und Ganzen aber wohl anscheinend doch ziemlich positiv angenommen worden ist. Natürlich gab es hier auch Feedback. Manche Channels habe ich auch gesehen, wie Legacy Gaming im internationalen Raum, glaube ich, mochte das Spiel überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gab auch einige Kanäle, die sehr viel Spaß mit dem Game hatten und auch das Potenzial drin sehen, wie ich zum Beispiel. Sie haben hier bei der Map erstmal Anpassungen vorgenommen, dass man hier Filter setzen kann und dass man auch bei den NPCs nochmal schön einfach eine Übersicht hat, was ist denn da passiert, was wurde da gesagt, wohin könnte ich gehen, sollte ich gehen und so weiter und so fort. Also die Map wird mit weiteren Funktionen verbessert und einfach nutzerfreundlicher gestaltet. Sagen wir es mal einfach so als Zusammenfassung. Des Weiteren haben sie die Standorte verbessert, um konzentriertere Sammelplätze für wertvolle Ressourcen zu bieten. Also jetzt seht ihr einfach, also was davor mit der Map los war. Es ist ein bisschen klein, ich weiß, aber ihr könnt es ja hier schon ein bisschen sehen, was davor halt los war. Jetzt haben sie hier einfach zusätzliche Zonen hinzugefügt, wo Ressourcen zu bekommen sind. Alles rückt ein bisschen aneinander und ist einfach logischer vielleicht auch, was das Gameplay angeht, und einfach schneller verfügbar. Das ist aber nicht alles. Dazu kommt nämlich auch noch, wie ihr hier es seht. Letztes Mal beim Alpha-Test waren manche von diesen Crafting-Stationen ja ziemlich weit weg. Da musste man erstmal hier weit rauslaufen, um dorthin zu kommen. Das Ganze wollten sie eigentlich so machen, um das Ganze natürlicher zu gestalten. Sie haben aber das Feedback gehört und haben dann gesagt, okay, es ist schon komfortabler natürlich, wenn man alles an einer Stelle hat. Deswegen ziehen sie das quasi in einen viel näheren Umkreis, sodass die Crafting-Stationen für jeden schnell zugänglich sind. Hier dann auch noch, was das Sammeln angeht, Abernten von verschiedenen Ressourcen, die in der Welt zu finden sind. Was sich hier rausbekommt, wird einfach nochmal schön aufgezeigt. Da haben sie auch was dran überarbeitet. Und so sieht es aktuell einfach aus, damit ihr wisst, was ihr da bekommen könnt. Was Schönes, was ich persönlich ganz arg begrüße, ist, dass sie Truhenmechaniken in die Camps einbauen. Das heißt, dort, wo sich Mobs in einem Camp sozusagen zusammenschließen, wenn ihr dorthin geht, habt ihr nicht nur die Mobs, die ihr dann besiegen müsst mit eurem Charakter, sondern die bewachen meistens dann eben auch Kisten. Und in den Schatzkisten ist Loot drin. Sie haben auch schon gesagt, wie sie das regeln wollen. Im PvE-Standorten ist es so, dass die Truhe der Gruppe gehört oder dem Spieler gehört in der Gruppe. Also nachdem, ob ihr eine Gruppe seid oder ob ihr Solo spielt. Die Einheit, die mehr Schaden auf diese Camps gemacht hat, also auf die Feinde von diesem Camp, die bekommen die Kiste. Und bei PvP-Gebieten ist es so, wenn alle Mobs besiegt sind, gibt es einen 10-sekündigen Cast, also Cast-Time-Zaubervorgang steht hier. Ihr braucht halt 10 Sekunden, um diese Kiste zu öffnen. Könnt dabei, denke ich mal, unterbrochen werden beim PvP von anderen Spielen. Und wer es halt dann schafft, innerhalb von 10 Sekunden die Kiste aufzumachen, der sackt den Loot dann im Endeffekt ein. Ist ja eine spannende Mechanik. Ich denke, das könnte es mehr aufregend machen und natürlich einfach den Loot auch schöner präsentiert, sage ich mal, dass man was davon hat, wenn man diese Camps auch bekämpfen möchte. Und das ist nicht alles. Es kommt noch schöner, was mich persönlich halt einfach sehr freut. Sie verbessern das Spiel, indem sie eine Fülle von durchsuchbaren Gegenständen an verlassenen Orten in der Wildnis hinzufügen. Hier seht ihr auch einige Beispiele,
wo man hier dann draufklicken können wird. Also zum Beispiel bei einem Bett wird sich irgendwo eine Schublade öffnen, ne, oder so ein altes Sofa und solche Dinge einfach. Die werden anklickbar sein, die werden plünderbar, sage ich mal, sein für Loot, den ihr finden könnt, was das ganze Entdecken und Erkunden einfach aufregender machen soll. Ich finde diese Änderung hervorragend, denn ich loote unglaublich gern, wie ihr selbst wisst, denke ich mal. Deswegen begrüße ich das natürlich und dieses Erkunden und Entdecken hat mir sowieso bei der Alpha 1 schon Spaß gemacht. Dann können wir in Alpha 2 erwarten, dass wir Gegenstände der Stufe 3 herstellen können. Hier wird also das Crafting einfach noch mehr zugänglich gemacht als in der Alpha 1. Und wir haben ansonsten noch Verbesserungen, die schon angekündigt sind. Da lässt sich schon mal schön was ablesen, was sie hier gesagt haben. Sie möchten, dass Corepunk sozusagen als Event genossen wird. Wir betrachten unsere Inhaltsaktualisierung als Staffeln in einer TV-Show. So alle 2 bis 3 Monate gibt es ein großes Update, einen neuen Standort, ein paar Siedlungen, neue Arten von Mobs und NPCs aus neuen Welten, die ihre Geschichten zu erzählen haben, plus neue Helden und Waffenspezialisierungen. Also das, finde ich, klingt schon mal sehr gut. Die wollen alle 2 bis 3 Monate, so wie häufig die Games momentan ihre Seasons auch gestalten, möchten sie große Updates bringen für Corepunk und eben mit diesen Inhalten, um Abwechslung zu bringen, um Gründe zu geben, wieder in der Welt unterwegs zu sein. Neue Helden als spielbare Figuren, eine super Sache, Waffenspezialisierungen immer gerne. Also ich finde, das klingt doch grundlegend schon mal sehr gut. Und sie wollen dabei auch sehr konsistent sein. Sie haben in den letzten 8 Jahren, wo sie schon an dem Spiel rumschrauben, viele Vermögenswerte, also sage ich mal so Assets geschaffen einfach, die sie im Spiel einbauen können. Und sie müssen jetzt noch gucken, wie sie das richtig als Verpackung, als Geschenkverpackung sozusagen präsentieren, um diese Inhalte dann nach und nach ins Game zu bekommen. Und hier ist noch eine wichtige Aussage. Wir wollen dieses Jahr mehrere Inhaltsaktualisierungen durchführen und hoffentlich den ersten Teil von Corepunk veröffentlichen. Ja, und ich glaube, das ist jetzt der springende Punkt. Ich glaube, Corepunk wollte ja ursprünglich, ja, jetzt dann bald so in wenigen Monaten rundherum einen Early Access quasi machen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es sieht momentan so aus, als ob sie da erstmal wieder einen Schritt von weggegangen sind und jetzt halt erstmal sagen, Ende April kommt dann der 2. Alpha-Test. Ich gehe mal davon aus, dass es dann vielleicht Ende Sommer so oder Herbst dann in Early Access gehen könnte oder spätestens zum Ende des Jahres vielleicht dann sowas kommt und sie jetzt versuchen regelmäßig, ich sag mal alle 4 Monate oder so, versuchen neue Inhalte reinzubringen, diese Tests zu erweitern beziehungsweise dann irgendwann zu sagen, okay, das können wir jetzt als Early Access machen und anbieten, wenn sie da sicher sind. Momentan sieht es mir aber so aus, als ob das eher gegen das Ende von Jahr 2024 geht. Aber ich glaube, da hängt auch noch sehr viel davon ab, wie der Test im April verlaufen wird und wie das Feedback dann sein wird. Jetzt aber noch mal kurz was zu den Builds, die dazukommen. Wir werden 3 weitere Spezialisierungen freischalten. Waldläufer, Schamane, Eindringling, wie auch immer es jetzt auf Englisch heißt. Ihr wisst ja, das ist jetzt vom Browser übersetzt. Es werden also im Alpha 2 Test weitere Spezialisierungen und passive Bäume freigeschaltet werden, denn die Waffenspezialisierungstalente für Zerstörer, Legionär, Explosionsmediziner, also der Medic halt, Waldläufer, Schamane und Eindringling werden verfügbar sein. Hier sehen wir auch eine ganze Übersichtsliste. Ich verlinke euch den Beitrag unten nochmal, dass ihr euch das Vollbild angucken könnt. Sonst ist das, glaube ich, ja nicht so intuitiv hier. Wir wollen außerdem 8 von 10 passiven Fertigkeitsbäumen testen. Krieger, Assassine, Jäger, Panzer, Sanitäter, Magier, Pfadfinder, Unterstützer. Also was das angeht, wird uns in Alpha 2 also jede Menge Zeug erwarten und auch die universellen Fähigkeiten ermöglichen, die eine noch bessere Anpassung vom Spielstil ermöglichen. Diese 2 Slots, die waren ja bei der Alpha 2 immer noch nicht belegt. Das wird dann jetzt auch eine Rolle spielen. Und ich denke mal auch hier, dass wir diese Liste noch weiter mit Artefakten füllen können und so einfach viel mehr von einer Klasse erfahren dürfen im Alpha Test 2. Das war jetzt beim ersten Test nicht allzu umfangreich bisher, was wir sehen konnten. Sie möchten ansonsten eben Backend, Client und Bugs. Also sie arbeiten natürlich auch an diesen ganzen Dingen. Der Chat soll deutlich umfangreicher und besser und aktueller sein, als es jetzt bei Alpha 1 der Fall gewesen ist. Technikteams sitzen dran, die Verbindung schneller, sicherer und so weiter zu machen einfach. Und hier seht ihr halt einfach auch noch ein paar Previews, sag ich mal, zu einigen Gebieten, Zonen, Assets, die im Game zu finden sind. Und
Hier vielleicht noch kurz ein Hinweis, vielleicht auch wichtig für euch. Am 22. Februar um 19 Uhr gibt es ein AMA auf Discord. Auch sehr cool, werde ich auf jeden Fall reinschauen. Falls ihr weitere Updates zu Corepunk haben möchtet, natürlich gern diesen Kanal abonnieren. Ich mochte das Spiel sehr, sehr gerne. Das war ursprünglich der Grund, warum ich den Kanal hier überhaupt wieder aufgenommen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, was mit dem Spiel passiert noch. Die erste Alpha wurde dank des Feedbacks von euch allen auf der Grundlage von First Look Tests sehr positiv aufgenommen. Es mag gute und schlechte Iterationen geben, aber wichtig ist, dass wir unsere Vision an dem ausrichten, was tatsächlich Spaß macht und funktioniert. Also wie man hier, denke ich mal, gut rauslesen kann, um einfach ein Fazit jetzt zu machen zum Video und zu diesem Beitrag. Sie haben das Feedback gehört, sie versuchen dementsprechend die Anpassung zu machen. Sie haben auch schon aufgezeigt, welche Anpassungen sie machen, wie sie das verbessern wollen, was ich gut finde. Sie haben sich ja auch Mühe gemacht, das darzustellen. Ich denke, das geht in die richtige Richtung, dass sie eben auf die Community hören. Diese Änderungen oder diese Erweiterungen und Neuerungen finde ich sehr sinnvoll, persönlich gesprochen. Und Alpha 2 wird uns einfach noch mehr vom Game zeigen. Und da sind wir doch mal sehr gespannt drauf, wie spaßig dann dieser von Corepunk sein wird. Lasst mir gerne euer Feedback da. Freut ihr euch auf dieses Game? Wollt ihr bei Alpha 2 dabei sein? Lasst es mich wissen. Und lasst unten einen Gruß da. Auch ein Like natürlich fürs Video. Würde dem Video sehr helfen und dem Kanal weiterzukommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und we'll be right back.